In Schöpping wird seit einigen Jahren wieder auf die guten alten Holzfässer gesetzt. Momentan arbeitet Juniorchef Rüdiger Sasse gerade daran, das Fasslager zu erweitern. Um 60 zusätzliche Eichenholzfässer. Sie wurden gerade aus Frankreich angeliefert. Früher reifte in ihnen edler Cognac, nun bald Korn aus dem Münsterland. Ja, in den Fässern liegt unser Destillat ungefähr 4 Jahre. Und es kann da sehr schön die Gerbsäure aus dem Eichenholz aufnehmen, also die Tannine. Und vor allen Dingen ist wichtig, dass es milder wird und seinen ganz spezifischen Geschmack bekommt. Das fängt schon bei den Rohstoffen an. So wird in der Schöppinger Kornbrennerei nur Biogetreide verwendet und dann nach altüberlieferten Brennverfahren weiterverarbeitet. Bei Sasse sind die früheren riesigen Edelstahltrichter nur noch Kulisse. Der Rohbrand kocht seit 2 Jahren in einem riesigen Kupferzylinder aus dem 19. Jahrhundert. Erworben aus der Konkursmasse einer der vielen pleitegegangenen Kornbrennereien. Auch die Schnapsfabrik in Schöppingen hatte Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre schwere Zeiten durchgemacht. Der Grund ist die, war einfach, dass in seiner Zeit der Alkohol getrunken wurde, der war der Billigalkohol. Und das waren die größten Firmen, die massenweise herstellen konnten. Da konnten wir nicht mitkommen, der Preis stimmte nicht, die Flaschenpreis stimmte nicht. So mussten wir irgendwas suchen, was qualitativ besser ist, in gehobener Klasse ist. Und für diese Qualität sorgt ganz maßgeblich Destillateur Frank Weger. Immer wieder muss er den Feinbrand aus dem kupfernen Potstill probieren. So lange, bis seine Geschmacksknospen keine unerwünschten Fuselöle mehr melden. Also das machen wir bis zu 20 Mal am Tag bei der Feinbrennblase, um rauszukriegen, wie die Geschmacksstoffe sind. Aber keine Angst, es handelt sich immer nur um winzige Tröpfchen und Weger bleibt bei seinem Job stets nüchtern. Der 31-Jährige hat sich sein Fachwissen, das viel Chemie beinhaltet, als Quereinsteiger selbst angeeignet. Weil es bei Sasse aber wieder bergauf geht, werden erstmals Schulabgänger gesucht, die sich in 3 Jahren zum Destillateur ausbilden lassen möchten. Überhaupt hat die Wandlung vom Massenschnapshersteller zur Edeldestillerie zu vielen Neueinstellungen geführt. 1990 waren es 5 Arbeitsplätze, heute sind es immerhin schon 20. Tendenz weiter steigend. Schnöden Sprit brennen, das würde Ernst Sasse nie im Leben einfallen. Das neue Ziel des 72-jährigen Seniorchefs, der Lagerkorn, soll sich ruhig noch mehr Zeit lassen und bald schon 5 Jahre im Fass reifen. Ein Unterschied, den man riechen kann. Wunderbar riecht er. Wunderbar. Der riecht richtig nach Eiche, nach französischer Eiche. Und so probieren und experimentieren Vater und Sohn immer wieder aufs Neue. Damit im Münsterland der Korn auch ja nicht ausgeht.